Der größte Faktor beim Abnehmen ist die Ernährung. Wenn man sicherstellt, dass die Mahlzeiten am Tag schnell zubereitet sind, viele Proteine enthalten und gleichzeitig noch sehr gut schmecken, dann hat man beste Voraussetzungen, überschüssiges Fett loszuwerden. Zudem sind proteinreiche Mahlzeiten auch super wichtig, um Muskeln aufzubauen oder zumindest diese bei der Körperfettreduktion zu erhalten. In diesem Video zeige ich dir ein Meal Prep für 3 Tage, was in 45 Minuten zubereitet ist. Mit dem Frühstück, Mittagessen und Abendessen kommt man auf 2000 Kilokalorien und ganzen 166 Gramm Eiweiß. Die einzelnen Mahlzeiten lassen sich super im Kühlschrank lagern und auch transportieren. Zum Frühstück gibt es Kartoffeln mit Rührei und Hähnchen. Für 3 Portionen braucht man 900 Gramm Kartoffeln, 10 Eier, 120 Gramm Reibekäse Light, 150 Gramm Hähnchen und Koriander als Topping. Der erste Schritt ist zunächst einmal die Kartoffeln aufzusetzen. Das ist beim gesamten Meal Prep der Teil, der am längsten dauert. Deshalb optimalerweise das direkt als erstes machen. Wenn die Kartoffeln dann aufgesetzt sind, kann man sich um das Rührei kümmern. Dafür kommen die 10 Eier erst einmal in die Schüssel. 3 Eier am Tag zu essen ist übrigens gar kein Problem. Oft hört man ja noch, dass man auf das Cholesterin aufpassen sollte. Es gibt mittlerweile zahlreiche Studien, die zeigen, dass tägliches Eieressen keine negativen Auswirkungen auf den Cholesterinspiegel hat. Ganz im Gegenteil, regelmäßiges Eieressen reduziert sogar das Risiko für Arterienerkrankungen. Ich esse auch schon seit Jahren täglich mindestens 3 Eier und mir geht es blendend. Für einen optimalen Geschmack eignen sich Zwiebelpulver, Knoblauchpulver, etwas Pfeffer und Salz in den Eiern. Dann schneidet man das Hähnchen klein. Ich nehme hier gerne schon zubereitete Hähnchenbrustteilstücke. Optional kann man aber auch Tofu, Königin-Frischkäse oder Thunfisch später in die Eier geben. Der nächste Schritt ist, die Eier unter ständigem Rühren schon mal leicht zum Stocken zu bringen. Dann kommt der Käse dazu und zum Schluss das Hähnchen. Damit die Eier am Ende schön fluffig sind und das kein Brocken wird, muss man hier permanent die Eier durchmengen. Das Rührei hat die optimale Konsistenz, wenn der Käse geschmolzen ist, das Rührei aber noch etwas Feuchtigkeit enthält. Wenn man darauf achtet, dann ist die Mahlzeit auch am zweiten und dritten Tag noch cremig und nicht ausgetrocknet. Gebratene Eier sollte man grundsätzlich nicht länger als 3 bis 4 Tage im Kühlschrank lagern. Deshalb empfehle ich das Vorkochen hierbei auch auf 3 Tage zu belassen. Die Kartoffeln und Eier verteilt man dann gleichmäßig auf 3 Portionen für etwas Frische und einen noch besseren Geschmack kann man das Ganze dann noch mit frischem Koriander toppen. Und damit hat man ein perfektes Frühstück mit 689 Kalorien und ganzen 51 Gramm hochwertigem Eiweiß. Zum Mittag haben wir Burritos. Dafür braucht man 3 Wraps, 300 Gramm fettarmes Rinderhack, 100 Gramm fettarmen Reibekäse, eine kleine Dose Kidneybohnen, 250 Gramm Skyr und Sriracha Soße. Als erstes kommt ein Teelöffel Öl in die Pfanne und das Hackfleisch. Damit das Fleisch nicht anbrennt und extrem trocken wird, nehme ich immer noch einen Deckel dazu und lasse das Hackfleisch erstmal ein bisschen köcheln. Als Gewürze sind auch hier Zwiebelpulver, Knoblauchpulver, Salz und Pfeffer optimal. Kurz bevor das Hackfleisch komplett durchgebrannt ist, kommen dann noch die Kidneybohnen dazu. Optional kann man hier auch Gemüse dazugeben, wie Paprika, Tomaten oder auch Mais. Da muss man einfach schauen, was einem gut schmeckt und wie es mit den täglichen Kalorien aussieht. Ich mache es immer lieber so, dass ich in das Hackfleisch erstmal kein Gemüse gebe, aber dann, wenn ich ein Burrito esse, koche ich noch eine Portion Kaisergemüse dazu oder mache einen Salat. Dadurch ist die gesamte Portion am Ende einfach größer, als wenn man das Gemüse direkt mit dem Fleisch zusammen anbrät. Die Soße ist schnell zubereitet, schmeckt und liefert zusätzlich noch einmal Proteine. In den Skyr kommt geräucherte Paprika, Salz und Sriracha. Dann kann der Burrito auch schon zubereitet werden. Damit der Wrap beim Einrollen keine Löcher bekommt oder bricht, hilft es diesen einmal kurz zu erwärmen. Dadurch wird der Wrap elastischer und lässt sich perfekt einrollen. Die Soße ist zunächst die Basis, dann kommt der Käse drauf und zuletzt das Hackfleisch. Beim Aufrollen werden erstmal die Seiten eingeklappt, damit später nichts rausfällt und dann rollt man den Wrap auf, sodass man einen schönen kompakten Burrito hat. Der kommt dann noch einmal kurz in die Pfanne, um den unteren Teil zu versiegeln, den Käse zu schmelzen und ein bisschen Röstaroma zu bekommen. Idealerweise legt man etwas auf den Burrito drauf, sodass am Ende auch wirklich die Unterseite versiegelt ist und da nichts mehr rausfällt. Die andere Seite kann man dann auch noch anrösten und dann ist der Burrito auch schon fertig. Ein Burrito hat 679 Kalorien und 49 Gramm Eiweiß. Dadurch, dass jetzt kein Gemüse im Burrito ist, sieht dieser erstmal nicht so lecker aus, wie er tatsächlich schmeckt. Lass dich davon aber nicht beirren und teste es aus. Ich kann dir garantieren, die Burritos schmecken mega gut. Als Abendessen haben wir einer der besten Mahlzeiten, um den Körperfettanteil zu reduzieren und Muskeln aufzubauen. Quark mit einer Frucht und Nüssen. Diese Mahlzeit muss man nicht vorbereiten, weil sie in 5 Minuten zubereitet ist. Hierfür braucht man 500 Gramm Quark, ein Obst und 30 Gramm Nüsse. Quark hat eine sehr klumpige Konsistenz. Mit Wasser kann man diesen aber sehr gut glatt rühren und dann ist der Quark auch schön cremig. Wenn dir der alleinige Geschmack von Quark und einem Stück Obst zu langweilig sein sollte, dann kann man dem Ganzen mit Flavor Drops noch eine gute Süße geben, ohne dass man zusätzliche Kalorien hat. Als nächstes kommt der Apfel dazu, die Nüsse und dann ist das Abendessen auch schon innerhalb von 5 Minuten fertig.
Die ganze Portion enthält 614 Kalorien und ganze 67 Gramm Eiweiß. Und damit hast du drei Mahlzeiten für drei Tage, die perfekt sind, um überschüssiges Fett loszuwerden und Muskeln aufzubauen. Vielen Dank fürs Zuschauen, guten Appetit und für weitere Videos zu den Themen nachhaltigen Körperfettanteil reduzieren und Muskeln aufbauen. Abonniere gerne den Kanal und dann bis im nächsten Video. Ciao.